Hey Freunde, wir sind heute bei der Pokal-LAN in Köln im Experience vor Ort und versuchen euch dort ein paar Eindrücke zu sammeln, ein bisschen euch mitzunehmen, einfach ein paar Interviews zu führen, wie die Stimmung hier ist. Ich habe auch gerade gespielt mit Fokus. Wir nerven jetzt ein bisschen die Community. Läuft das schon? Warum bist du hier? Ich spiele selbst gerne Valorant und ich bin halt fasziniert vom E-Sports. Ich schaue mir gerne Tipps ab, wie die Spieler, die professionellen Spieler spielen. Ich feiere den Valorant E-Sports allgemein sehr. Das ist immer wie ein Familientreffen, mir wie ein Zusammenkommen von allen zusammen. Ich feiere E-Sports, ich feiere es, neue Leute kennenzulernen, die alten Gesichter natürlich wieder zu begrüßen. Es ist halt wie Freundschaften pflegen. Dass man aus aller Welt Leute trifft in einem Videospiel und dann dieses Videospiel auch dann zu einem E-Sport zum Beispiel verbinden kann. Und das ist einfach ultra spannend und auch ultra cool, dass auch Leute damit auch Geld verdienen können zum Beispiel. Ne? Es ist nicht immer einfach, das sage ich auch ehrlich. Aber umso besser fühlt es sich an, wenn man dann gewinnt. Unfassbar starke Spieler am Start. Fokus vielleicht mit ein bisschen mehr Support in der Halle. Das kann viel ausmachen. Es ist das nächste Ace. Mein Ace ist am Stück für Wien. Ich bin auch so Fokus-Supporter. Um Fokus zu supporten? Ich sag, Fokus gewinnt. Wäre cool, wenn Fokus es macht. Fokus. Ich hoffe auf Fokus. In Fokus and Friends. Richtung B, aber Kuba ist auch noch da. Will er jetzt zu viel? Nein! Er will genau das Richtige. Schnappt sich noch Meadow und deswegen Vorteil jetzt. Oh! Oh mein Gott! What? Oh mein Gott, was war das denn für ein Schuss? Wie fühlt es sich an, einen von unseren Ambassadors auf der Bühne zu sehen? Also nicht nur zu sehen, Bucher hat absolut rasiert. Das ist ja nicht nur ihn da zu sehen, sondern wie er performt hat, war krank. Geil, weil ich glaube, auch mit dir und mit Eloquenz und mit Bucher haben wir ganz, ganz tolle CreatorInnen. An Bucher habe ich schon vor 2 Jahren geglaubt, sei es als Content Creator, aber auch als Spieler. Zu sehen, dass er hier im Finale ist, macht mich einfach nur sehr, sehr happy. Und ich glaube, nicht nur mich, sondern ganz viele Leute aus der Community auch. Es ist immer interessant zu sehen, wie es nachher im Endeffekt zum Erfolg führt, eventuell sogar zum Gewinnen vom Pokal. Wieso bist du heute hier? Ich bin eigentlich hier, um einige Freunde zu treffen, die ich so aus der Valorant-Community kenne. Und es ist eigentlich immer ein guter Ort, wenn Project V so ein Event hostet. Und macht echt Spaß hier. Also es ist eine gute Location, ist alles schön hier. Einfach zum Spaß. Also ich hätte casten können, aber ich dachte mir so, einfach mal das Event mitnehmen, mit den Leuten quatschen, mit dir quatschen. Die Spiele sehen und Freunde treffen. Ich war jetzt auch quasi nur am Warten, ob jetzt Fokus gewinnt oder nicht, weil ich halt da die meisten Leute kenne. Team Fokus supporten. Also denkst du auch, dass Fokus gewinnen wird? Auf jeden Fall. I'm confident mit dem Team. Warum bist du hier? Weil ich das Team Fokus supporte. Die letzten Project V Finals war ich ja auch da. Was wir gewonnen haben, was viele vielleicht wissen. Heute haben wir es nicht geschafft, was viele vielleicht auch wissen. Woran hat es gelegen? Wer ist dein Lieblingsagent? Lieblingsagent, ich würde sagen Cypher. Ich würde sagen Viper. Boah, ich sag mal so, ich habe eine Vielzahl. Aktuell jetzt im letzten Act Rainer. Neuen Act dann natürlich auch Rainer oder vielleicht mal den ein oder anderen ISO, ne? Race. Breach aktuell. Ich spiele sehr gerne Fade und ich spiele auch gerne Killjoy. Mittlerweile mag ich es eher so ein bisschen mehr fürs Team zu spielen. Ich bin Killjoy Main, aber ich bin auch Flexplayer. Und deine Lieblingswaffe? Haven. Ich feiere Sunset voll. Viele hassen das jetzt, aber ich mag Sunset. Ja. Essen. Ich bleib bei Haven. Meine Lieblingsmap? Ich glaube Fracture ist meine Lieblingsmap und ich bin sehr traurig darüber, dass sie raus ist. Es sind die letzten Sekunden, bevor es sich jetzt hier alles entscheidet. Das ganze Turnier mündet in diesen Moment hier. Diese zwei Teams sind die, die übrig geblieben sind. Auf der linken Seite Maus, auf der rechten Seite Fokus.
verwehrt sich massiv da unten. Kriegt den nächsten, Bucher räumt auf, Wahnsinn. Jetzt kommt auch noch Muri überlang nach vorne und auch der fällt gegen Bucher. Wichtiges Duell hier im Defenderspawn und Alorante kann es für sich entscheiden. Die erste Map im Final von der Pokal geht an Focus. Sie gewinnen ihren eigenen Mapping. Also ich persönlich bin für Focus. Focus oder Maus? Focus. Ich drücke die Daumen für Focus. 1, 2, 3. Also ich hoffe mal, dass Kuba hier ordentlich abreißt. Irgendwie schafft es Focus gerade nicht auf den Spot. Maus zertritt sie komplett. Mit den Hotten. Jamal Lewis abgefangen. Alorante, der erste ist ein Doppelkill für ihn. Da wartet noch der dritte Defekt ab. Alorante! Oben drauf! Er will das Eis! Das ist ein Drehen! Focus Kuba macht die wichtigen Kills und du sagst es, sie kommt zurück. Aber ich kann mir vorstellen, dass Maus das Ding gewinnt. Focus, nur noch zwei am Leben, machen wir einen raus. Und das war's. Baus ist der Pokalsieger. Baus sind die Sieger dieses Turniers. Sie dürfen die Trophäe hochheben. Und bei einem dürfen sie sich auf jeden Fall bedanken. Bei Muri.